Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Oh, wir haben ja einen Käfer. Wie kriege ich den denn? Komme ich da überhaupt dran? Lass mal sehen. Ja, doch. Yeah, wir haben einen weiteren Käfer. Und wir hörten die ganze Zeit dieses von oben. Und ich glaube, da werden wir heute ein paar Antworten zu bekommen. Wer oder was diese Geräusche macht. Habe ich recht, Fall? Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht, Gebieter. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Aha, der ist das. Gebieter, dort oben. Ja, er ist es. Das ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Oh, okay. Kann ich den irgendwie wecken oder so? Hey, Bro, warte, warte, warte. Bevor ich ihn jetzt abschieße, stupse ich ihn einfach mal an mit dem Beetle. Hey. Hey. Mach mal auf. Bonk. Verstört? Oho, einen Menschen sieht man ja nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Q und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hier geschafft hast, aber kannst du mich denn noch sehen? Nö. Doch, natürlich, das hätte ich dich anschubsen können. Und das, obwohl selbst die anderen Q mich nicht sehen können? Aber sag, was für ein Mensch wie du eigentlich hier? Nichts. Wie ich bereits sagte, wache ich von hier aus über den Wald. Ich sehe alles. Daher weiß ich auch, dass du die Flamme für dein Schwert suchst. Achso, warum hast du mich dann gefragt? Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nun erzähle? Ja, okay. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Pharaohs-Flamme. Diese Flamme? Ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Firon lebt. Ein Wasserdrache? Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Ein Boss oder was auch immer? Oh. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen. Ah, da waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden findet sich im Norden. Sieh dich mal an dem Ort um, auf der, wo ich das X markiert habe. Wo? Wo hast du das X markiert? Ah, da! Wir waren ja hier, letzte Folge, glaube ich, war das. Hier haben wir ins Innere von Link geguckt und hier direkt weiter oben, hier müssen wir hin. Okay. Was ist? Hast du dir gemerkt, was du wohl findest? Natürlich. Na, dann gute Reise. Warte! Ja, was denn? Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren, also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir so, gerade dann hat der Besuch zum Fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Pharaohs Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Macht er jetzt wieder diese Geräusche? Ja, genau das macht er. Okay, also wir sind den ganzen Weg hier hochgelatscht. Den kompletten ganzen Weg nach oben zum Baum. Ganz nach oben zum Baum. Nur damit uns einer sagt, ey, geh nochmal ganz nach unten. Da musst du weiter. Okay. Wisst ihr was? Okay. Ne, ich akzeptiere das einfach, ja? Ich akzeptiere einfach, was das Spiel auf mich zuschmeißt. Alles. Ich akzeptiere alles. Und da komme ich nicht zu Fächern, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt hier runterspringen würde, würde ich sterben, oder? YOLO! Ah, oh. Oh, ja. Ah,
Okay. Ein neuer Versuch. Let's try again, shall we? Wie mache ich das am besten? Wenn es jetzt nicht funktioniert, gebe ich es auf. Und es scheint geklappt zu haben. Schön. Wir haben es hierhin geschafft. Jetzt müssen wir nur noch hier balancen. Please funktionier. Wenn ich jetzt runterfalle, ist das sehr ärgerlich. Ich habe nur ein weiteres Problem. Okay, ich komme zwar jetzt hier dran. Kann mir diesen Stein hier holen. Aber den anderen kann ich immer noch nicht holen. Also keine Ahnung, wie ich zum anderen springen soll. Das vielleicht geht das auch von oben, aber... Naja, ich würde sagen, den anderen Stein holen wir uns ein andermal mal ab. Gott. Ja, wir holen uns den anderen Stein mal ein anderes Mal ab. So. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Ich habe sowieso zu viel Zeit für den Film verschwendet, von daher... Ist egal. Machen wir weiter. So, ihr wisst ja noch, hier oben ist ein X markiert. Genau hier. Ja, Fall will was sagen. Was gibt's im Fall? Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol, von dem der Eintäter sprach, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Ja, es ist halt zwei Mondsicheln und ein Punkt. Ja. Doch, hier zwei Mondsicheln und ein Punkt. Merke ich mir. Gehe ich jetzt zurück zum Tor? Ich weiß tatsächlich noch, wo das war. Ich dachte mir dann damals auch schon, wieso komme ich da nicht weiter? Wie komme ich da weiter? Ne? So war es halt. Und anscheinend kriegen wir jetzt Antworten. Vielleicht wird das zu einem neuen Gebiet oder so? Wo bin ich denn jetzt? Nee, hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte hier. Hier ungefähr. Genau, hier sieht man es auch. Ja, hier sieht man es auch. Also, bin ich hier doch richtig? Hier lang? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hier lang, glaube ich. Kann ich da durch? Ja. Genau. Hier geradeaus meine ich. Und dann komme ich ja irgendwann hin. Da hatte ich auch große Probleme am Anfang des Spiels. Das weiß ich noch. Haut mal, please ab. Danke. Ja, ja, komm, seid leise. Keine Lust gegen euch zu kämpfen. Ihr seid solche Lulatsch. Oh Gott, die sind Slimes. Die können mir aber egal sein. Ja, ich einfach nur schnell durch. Und hier ist es schon. Genau. Ja, da hatte ich Probleme. Ah! Du wagst es dich. Ist das dein Ernst, Bro? Ist das dein Ernst? Mein Gott. Unmöglich, manche Menschen. Okay. Ja. Fall? Gebieter, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet sich hinter diesem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der dir der Q-Einsiedler erzählt hat, ist wohl der Himmelsstrahl. Er vervollständigt das Siegel. Ich empfehle, den Himmelsstrahl zu sammeln und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. Also den Punkt. Warte. Was? Der Punkt fehlt. Hier. Bisschen ausmalen. Da war doch hier der Punkt. Oh Gott, das ist kein Punkt mehr, Mike. Es zählt. Es zählt. Ja. Perfekt. Alright. Okay, das war interessant. Dass wir unserem Schwert malen können, habe ich noch nie gesehen. Aber na gut. Let's go. Holen wir uns die Flamme ab und schauen, wie es weitergeht. Oh, danke, dass ich mich nochmal voll... Oh, nicht runterspringen. Voll heilen kann. Ich glaube, da unten will ich einfach... nach oben wieder respawnt, oder? Fei, wie geht's weiter? Ach, du hast keine Ahnung. Okay. Muss ich hier Musik spielen? Ich weiß es nicht. Maybe. Maybe muss ich hier Musik spielen, aber ich habe keine Musik. Wie mache ich nochmal die Musik? Wie spiele ich nochmal die Harfe? Du musst erst ein Lied kennen, bevor du spielen kannst. Okay. Ja, mit Famous Mood. Wahrscheinlich müssen wir das spielen, oder? Aber wie spiele ich denn das? Oder kann ich das nur an bestimmten Orten spielen? Das ist der falsche Ort. Wo ist denn hier eine Flamme? Soll ich runterspringen?
Wünsch mir Glück! Juhu! Wait, what? Jetzt for real? Anscheinend! Floriasee heißt dieser Ort. Und nun sehen wir den letzten Teil von Firon. Floriasee. Und so sieht er aus. Einfach ein großer See. Wahrscheinlich kann man hier aber überall untertauchen, oder? Wow, es geht weiter. Steuerung, please. hier sind Fischis. Hi, Fischi. Aber die machen kein Damage, oder? Ich hoffe nicht. Die sehen aus wie ganz normale Fischis. Ich hoffe, es bleiben auch ganz normale Fischis. Oh, oh, der Strom. Ah! Okay, war nur ein kleiner Wasserfall. Ist okay. Wer bist du denn? Bist du böse? Was? Nein, Mensch. Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Quepp heißt der. Okay, wahrscheinlich sollen wir den verfolgen. Wettrennen. Oder? Ich versuch's mal. Das ist aber echt cool hier. Und ja, der Ort ist riesig, aber halt nur unter Wasser. Dachte ich mir schon. Ja, echt cool. Dann dürfen wir folgen mir nicht weiter. Ich sage euch mit dem Wasserdrachen. Ja, sollst ja, aber ich will auch mit dem reden. Das ist literally mein Plan, mein Ziel. Puh, du bist ganz schön weit gekommen. Aber hier schaffst du sicherlich den durch. Du siehst das anders, dann versucht er mich zu fangen. Okay, ich komme. Hä? Wieso geht das nicht? Oh! Unmöglich! Ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen! Oh. Du hast eine Wasserdrachenschuppe? Heißt das, du bist der auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen zu euch helfen? Bring mich hin. Erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und der gemeine Anführer haben die Wasserdrachen angegriffen. Hört sich aber sehr, bekannt an. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch so viele. Die Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bring dich zu ihm. Nett, dankeschön. Aber in der ganzen Zeit konnte ich nicht atmen, deshalb war die Wasserblase gerade ziemlich gut. Hey, wieso kann ich das nur manchmal machen? Hm? Wie mach ich denn jetzt? Hä? Ach so, mit dem anderen Stick. Hiermit mache ich die Attacke. Aber oh, das verschwendet sehr viel von meiner Luft. Mist, 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 Mist. Luft, Luft, Luft. Okay. Kann ich speichern oder geht das erst, wenn ich geflutet, wenn ich, okay, gut, ich muss erstmal irgendwie das Wasser wegmachen, damit ich da rankomme. Okay, wie mache ich das? Ich soll ihm wahrscheinlich folgen, oder? Ich folge ihm mal. Hier wird ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Vielleicht kann ich die wegsprengen? Die Fische können die bestimmt wegsprengen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat geklappt. Oh, aber da ging es nicht weiter. Okay, da muss ich es auf jeden Fall noch mal lernen. Wie ich es gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Nee. Hä? Was habe ich denn gemacht? Ah, gegen die gedasht. Das habe ich gemacht anscheinend. Okay, man soll gegen die... Ding? Ich bin gierig. Danke. Ich muss meinen Controller so richtig komisch bewegen, damit es hier überhaupt alles funktioniert. Okay, hol mir kurz ein bisschen Luft. Da hinten ist noch ein Felsen. Vielleicht geht es ja da weiter. Lass uns mal nachschauen. Ja, ein bisschen Damage nimmt man, glaube ich, manchmal, aber ist nicht so schlimm. Und ja, hier ist der Freund. Ja, wir können gerne mit ihm reden. Oh, bitte wusch mich nicht. Keine Angst, ich esse dich nicht. Wirklich nicht? Du fasst mich nicht auf! Puh! Hier war so viel Lärm und Getöse, da habe ich mich versteckt! Ah, da war das gar nicht? Gibt's hier mehrere? Ich meine, hier da hinten ist noch ein. Oh, wow! Da ist noch ein Felsen. Dann muss ich den Bild richtig angeln!
Okay, geklappt. Und das ist der Felsen. Sonst wäre hier keine Cutscene. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Ah, ein bisschen Land sieht man aber. Warte mal da! Da vorne wartet der Wasserdrache! Okay. Ich mag Web, ich weiß auch nicht. Ich finde den ganz okay. Ist mal eine schöne Abwechslung. Nicht immer die gleichen Charaktere zu sehen. Oder die gleichen Spezies zu sehen, sondern wir sehen auch mal ein paar Wasserviecher. Hi, bist du ein Freund von ihm? Ja, willst du überhaupt mit mir reden? Hallo? Ja. Kannst du den Schraubensprung, Mensch? Wenn du eine Wasserschraube in Richtung der Wasseroberfläche ausführst, kannst du springen wie ein Fisch. Was? Das muss ich ausprobieren. Jetzt nach oben. Und dann. Oh, ein Superjump vom Wasser raus. Ah. Okay, damit können wir einen hohen Sprung einsetzen. Achso, den müssen wir auch sowieso jetzt machen. Das war der hat uns den Tipp gegeben, dass wir es machen müssen. Nein! Oh. Steuerung. Warte, Steuerung. Hierher, schnell! Was? Du kannst nicht weiter? Die Menschen sind ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht dumm drüber? Das wollte ich ja gerade machen, das ist aber mein Angriff abgebrochen, du Idiot. Ja! Jetzt hat's geklappt. Fantastisch! Nicht du, schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Ja, okay. Weiß nicht. Ist okay. Ist doch nicht so nett, wie ich dachte. Wir sind bei Minen. Da wollen wir natürlich nicht lang latschen. Wie jetzt würde ich so. Na egal. Ich würde sagen, wie jetzt würde ich so eine Hand leben, so. Aber macht keinen Sinn. Hier hoch? Oh! Weiß ich nicht, aber hier geht's auf jeden Fall mal. Ein bisschen Land und ein paar Gegner, die ich auf die Schnauze hauen kann. Macht immer Spaß. Macht immer Spaß, ein paar Leute zu zerfetzen. Yeah! Da ist noch einer. Aha. Dann komm mal her, du. Tschüss. Du auch. Und hey. Vielleicht geht's ja gar nicht weiter, aber auf jeden Fall gibt's hier eine neue Truhe für uns. Und die nehmen wir gerne mit. Ja, die schauen wir uns dann irgendwann mal an, wenn wir hier mit dem Gebiet durch sind. Ja, ich schätze mal, dass wir jetzt einfach nochmal in jedes einzelne Gebiet gehen und dann dort überall die restlichen kleinen Orte erkunden, wo wir noch nicht waren. Denke ich jetzt mal, dass es so weitergeht, bevor wir jetzt komplett neue Areale bekommen. Hier kann man speichern. Ihr wisst, ich mag speichern. Ich speichere gerne. Brauchst es aber nicht angreifen, Link. Das brauchst du nicht tun. Ich habe keine Ahnung, wo ich speichern soll. Deshalb. Ich speichere einfach hier. Ich habe nur mal Angst, bei meinem Hauptsafe zu speichern. Einfach wegen. Dem Fakt, dass es mal sein kann, dass irgendwie eine Folge corrupted ist oder so. Und. Da habe ich lieber mein Sicherheitssafe, aber. Ich habe gerade komplett vergessen, weil einer dieser beiden Saves wollte ich doch haben für einen bestimmten Grund. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben was Cooles gefunden. Eine Truhe mit. Sonderbaren Schätzen. Wie eine Feder. Wie ein Geschenk der Göttin. Weiß ich, bestimmt werden sie noch irgendwann später wichtig, diese Dinge, aber. Jetzt im Moment auf jeden Fall nicht. Haben wir mit dem schon geredet? Ich glaube nicht. Hi, Bro. Ah ne, hier geht's weiter. Oder? Ja, hier geht's weiter. Okay, wir sollen ihm folgen. Dann folgen wir ihm mal. Ne. Ja, man muss aber aufpassen, wenn man das einsetzt. Oh. Die tun mir gar nicht weh. Okay. Weil das halt sehr viel Luft beansprucht. Warte, hier das gleiche. Schön. Und nun? Bist du der Wasserdrache? Ah, nicht dieser Fisch! Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen! Ah ne, das sind die Gegner. Oh. Sei vorsichtig! Oh oh. Alright. Soll ich ihn angreifen? Ich meine, er hat so ein X auf seinem Kopf. Ja. Das war auch schon mal ganz gut. Bam! Ja, ich habe ihn gekillt. Das war mega easy eigentlich. Großartig! Kein Zweifel! Du musst der Auserwählte der Göttin sein!
Okay. Das war eigentlich super easy, aber vielleicht deshalb. Vielleicht bin ich halt genau deshalb der Auserwählte, weil das so easy war. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich gegen alles rammen, oder? Oder was müssen wir machen? Erzählt das mir? Endlich da! Was machst du für mich auf? Bist du der Schlüssel? Muss ich dich so nehmen? Und dann... Weißt du, wir beim Wasserdrachen? Bitte warte einen Moment! Ja, tatsächlich, tatsächlich. Erster Schlüssel. Ich hab's, ich wusste es halt einfach, ne? Ich meine, was willst du sonst machen mit diesem komischen Hut? Nicht Hut, mit diesem komischen Antennendraht? Natürlich, ist ein Schlüssel. Hier entlang! Alright. Dann lass mich schwimmen. Danke. Auf zum Wasserdrachen. Mal sehen, was er für ein Problem hat. Wunden hat er. Aber wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm helfen? Tanzen wir jetzt alle? Das ist die Musik. Kann man sich das schon vorstellen, finde ich. Aua. Ah, okay, schade. Oder nochmal? Nein, auch nicht. Oder vielleicht nochmal, warte. Jetzt! Aua! Naja, egal. Du bist Throne? Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen mir nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Ich hab mich verlaufen. Zeig etwas Respekt, Menschenkind! So einen Bengel wie dich verschlinge ich auf einen Bissen. Geh besser schnell aus den Augen! Ah, okay. Ich muss die richtigen Sachen immer antworten. Okay. Alles klar. Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache Faron und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Also, das Ding soll eine Gottheit sein? Einer von drei Göttinnen? Weil Faron und zwei weitere sind ja, glaube ich, irgendwie so Göttinnen oder so. Das Ding? So sieht es aus? Auch in dieser Gestalt die nächste Göttin. Interessant. Du bist eine Wasserdrachenschuppe, ja? Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um herauszufinden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Wow. Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme, ja? Genau. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir uns auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, oh, den kennen wir, hat mir eine Wunde zugefügt. Girahim wollte also nicht, dass wir hinkommen. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Okay, machen wir. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert, Gebieter. Es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Oh, da bist du für eine Flasche benutzen. Warte, er will nur so eine Flasche voll haben mit Wasser und dann... Okay, das reicht ihm anscheinend. Gebieter, du besitzt eine leere Flasche. Darin kannst du das Wasser transportieren. Echt? Ist dann die Flasche bei mir leer? Anscheinend. Folge diesem Weg in den Wald von Faron. Nur beeil dich! Ich warte nicht gern. Oh, bitte friss mich nicht. Ich gehe ja schon. Aber ich will mich nur mal kurz umschauen hier, weil ich finde das hier... Das ist interessant. Wie hießen die Dinger? Stalagmiten? War das richtig? Stalaktiten? Irgendwie sowas? Ich kenne euch ein bisschen besser aus als ich, also. Sagt es mir gerne in den Kommentaren, wie die heißen. Ich verwechsel die immer. Da sollen wir hin, ne? Gut, dann gehen wir dorthin und versuchen, Faron zu helfen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Faron höchstpersönlich treffen würden, jetzt mal ohne Witz. Aber, na gut. Schön, man kann hier speichern. Oh.
Oh. Hallöchen. Hallöchen, kleiner Grashüpfer. Komm her! Schlag ihn! Komm schon, irgendwas muss ich. Ja, okay. Ein bisschen habe ich was. Ein bisschen habe ich was bekommen. Alles klar. Supi, dupi. Frutti. Hier lang? Okay, es gibt hier zwei Wege. Das hier führt zum Wald. Der andere Weg führt wahrscheinlich dahin, wo wir hin müssen. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung, die wir schaffen können? Ja. Ja, das ist die letzte Abkürzung, die uns fehlt. Ich dachte es mir schon. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Faron befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Ja. Da machen wir die Abkürzung. Wo sind die? Oh, oh, oh. Ich wollte es doch nicht sehen. Die Dinger mag ich nicht. Okay, auf jeden Fall ist ja jetzt Abkürzung. Da können wir easier. Zum Floriasee. Ist hier vielleicht ein Dungeon? Der vierte Dungeon? Maybe. Ich gehe immer noch davon aus, dass das Spiel aus Dungeons besteht. So 8 Stück oder so, die wir machen müssen. Hm, ein bisschen von unten durch? Nee. Doch. Nee. Hä? Lass mich durch! Was? Das blitzt? What? Okay, dann muss es einen anderen Weg geben. Ah, wie? Bitte, mach mal die Gegend unsicher. Vielleicht finden wir einen Weg hinein. Weil ich habe gar keine Ahnung. Nee, oder? Ist hier oben irgendwas? Nee. Ha! Vielleicht können wir noch gar... Nee, wir müssen hier lang. Dann geht's ja weiter. Boah, diese Wassersounds. Gott schon! Hä? Ich komme da wirklich nicht lang. What? Vielleicht von ganz unten. Das ist so eine große Barriere. Wie willst du da reinkommen? Hä? Feierst du einen Tipp? Information? Umgebung? Floriasee. Artefakte der Göttin nimmst du wahr. Ja, toll. Und wie komme ich da rein? Habe ich irgendwie noch eine Fähigkeit, von der mir nichts gesagt wurde oder so? Oder soll ich einfach hier Wasser nehmen? Von diesem Boden hier, warte. Das ist das Einzige, was mir noch reinfallen würde. Hier. So. Das Wasser halten. Farbloses, klares, reines Wasser. Das könnte sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Das. Das ist aber kein heiliges Wasser. Sonst hätte es heiliges Wasser gesagt. Trink mal Wasser. Toll, Link. Verschwende einfach dein Wasser. Alles klar. Toll. Nee, ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Oder kann ich. Nee, ich kann die Flasche auch nicht unter Wasser benutzen. Was mache ich denn? Ich komme hier nicht durch. Ich komme literally nicht durch. Er lässt mich hier nicht. Nee, was? Was war das denn? War ich näher dran? Also. Das muss mir mal einer erklären hier. Ich hab das Gefühl, ich glitsch mich ja gleich durch. Umf, umf. Okay, Leute, ich weiß leider nicht, wie wir weiterkommen. Ich habe jetzt einiges probiert, aber es hat alles nicht geklappt. Ich werde auf jeden Fall nachschauen und in der nächsten Folge werde ich es dann direkt am Anfang herausfinden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann heiliges Wasser besorgen. Für Rowan. Bis dann.